Kann ich dir etwas schenken und alles ist vergessen? Ich weiß, sie will eine Entschuldigung. Alice. Alice. Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Hm. Willst du es probieren? Ja. Okay. Kann ich das irgendwie auswählen oder was? Tagebuch. Ah, ich weiß es nur nicht mehr natürlich, was wir schon gelesen hatten. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht, oder? Nee, kann ja nicht sein, weil die Ellie war ja jünger. Wo wir mit Joel im Museum waren, war die ja jünger. Ich hatte gerade den schlimmsten, besten Tag meines Lebens. Cat hat weiter an meinem Arm-Tattoo gearbeitet und dann ist sie auf mich drauf und hat mich geküsst. Ich habe sie weggestoßen. Ich habe sie angeschrien. Ich dachte, ich hätte sie infiziert. Ich meine, ich bin infiziert, irgendwie. Ich weiß nicht, wie dieser Mist sich überträgt. Was, wenn sie sich verwandelt? Was würde ich den Leuten sagen? Sie hat Familie. Ich habe ihr gesagt, dass wir reden müssen. Ich habe sie angelogen und behauptet, ich hätte noch nie jemanden geküsst und wäre nur verunsichert gewesen. Sie war richtig süß zu mir, obwohl ich so ausgeflippt bin. Wir sind den ganzen Tag spazieren gegangen und haben geredet. Dann ist sie mit zu mir gekommen. Wir wollten uns einen Film ansehen. Sie schlief dabei ein. Ich war die ganze Nacht wach und habe sie beobachtet. Ich habe nach Anzeichen einer Infektion gesucht. Am nächsten Morgen ging es ihr gut. Sie hatte gar nichts. Ich bin nicht ansteckend und Cat mag mich. Was für eine krasse Achterbahnfahrt. Cat ist die allerbeste, mehr gibt es nicht zu sagen. Heute auf Patrouille hat Jessie mir erzählt, dass Cat mich als ihre feste Freundin bezeichnet. Sie ist immer so offen. Sie spricht mit ihrer Mom über uns. Sie hat meine Hand gehalten, als wir alle draußen am See waren. Sie hat mich vor unseren Freunden geküsst. Alle scheinen es zu wissen, bis auf Joel. Sollte ich es ihm sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie er reagieren würde. Ich habe das Gefühl, dass Dina mir ausweicht. Cat meint, sie ist nur eifersüchtig darauf, dass ich eine gute Zeit habe. Ich lade Dina dauernd ein, mitzukommen, aber sie sagt immer, dass sie keine Zeit hat. Nachts auf einer Felszunge verfolgst du die Sternbilder. Ich verfolge die Tinte auf deiner Haut. Sie verdeckt die Narben, die Wunden, verschönert das Dunkle, wie Sterne. So, Tommy, ja, achso. Ja. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Ja, eigentlich muss ich sich aber dafür hinknien. Hinknien, hallo. Hast du das Schild da? Das Rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Das rote Schild. Meinst du das hier? Du musst höher zielen. Ja, ich hab's gemerkt. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Sehr gut. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns erledigen. Ja, die müssen stehen bleiben. Wow. Denk dran, den Fall der Kugel auszugleichen. Ja, ich will das ja ausgleichen, aber ich weiß es doch, Ballistik und so. Aber das Ding ist einfach, dass die... Genau. Na bitte, ich sehe noch welche. Ich auch.
Die bewegen sich ja die ganze Zeit. Lass dir Zeit. Wir haben keine Zeit. Erwischt. Ich mag das Teil. Noch zwei. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Okay. Gut. Nee. Hier ist keiner mehr. Nee, hier ist keiner mehr. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gerne in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ja, totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Okay, Wagen. Wagen. Oh nein. Du hast Talent. Naja. Schon viel daneben gesammelt. Was dachtest du denn? Wunderbar. Ich zähl noch drei. Oh ja. War es ein Kopfschuss? Schnell. Wow. Ja. Ich sehe noch zwei. Ich sehe gar nichts. Die tarnen sich. Mein Auge juckt. Ah. Aha. Wow. Nee, getroffen. Gut gemacht. Okay, du hast mich getroffen. Jetzt ist das Battle wieder offen. Ich bin beeindruckt. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Na, mit Sicherheit. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Wenn die Gondeln Trauer tragen. Warte, ich muss mich mal vor dich stellen, damit ich sehe, wo du hinguckst. Gondeln. Da! Okay, das ist weit. Wow. Keine Eile. Du kriegst das raus. Na, ich verballere die ganze kostbare Munition. Warte, bis ich Joel davon erzähle. Noch ein paar mehr. Hoffentlich denkt Joel ans Umrühren. Wahrscheinlich lässt er es eh wieder anbrennen. Er ist ein guter Kind, aber ein schlechter Koch. Das passiert ihm echt jedes Mal. Haferbrei, Suppe, Eier. Er ist ein miserabler Koch. Ich weiß, wir sollten diese Leichen hier wegschaffen. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Ja? Achso. Her damit. Dann sag doch einen Ton. Ich kann so nicht riechen. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm.
Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Ganz ruhig, Freunde. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Willst du wirklich nicht mit? Geht schon los. Erwartet. Na, die Ellie will irgendwie nicht. Oh, hier. Zoomen, schwenken, lesen. Warum meldet ihr euch immer freiwillig für diese Patrouille? Hier gibt's die gemütlichste Couch aller Posten. Ich setz mich ans Feuer, leg die Füße hoch. Magie. Okay, 26. Dezember, Astrid Bonnie. Unsere Route war frei und wir erwähnen auch nicht den unglaublichen Sonnenuntergang, weil das in diesem wichtigen Text wirklich völlig unangemessen wäre. B. 3. Januar, Jesse Mike. Alles okay. Vielleicht sollte ich auch anfangen, hier Blödsinn hinzuschreiben, weil das Protokoll niemanden interessiert. M. 14. Februar, Joel Tommy. Alles okay. Ich glaube, wir haben Mike verärgert. Vielleicht sollten wir aufhören. J. 6. März, Jesse Eugene. Alles okay, hat seine Mom letzte Nacht auch zu mir gesagt. Haben trotzdem weitergemacht. E. 2. April, Greg, Bonnie. Alles okay, Eugene, du bist der Hammer. G. 23. April, Jesse, Mike. Alles okay, M. 13. Mai, Eugene, Mike. Alles okay. Mike ist ein großartiger Mensch. Er bedroht mich nicht mit der Waffe, damit ich das schreibe. E. 21. Mai, Joel, Tommy. 5 Runner an der Anhöhe, erledigt. J. 18. Juni, Astrid Bonnie, ein Klicker unten am Fluss, erledigt. A. 13. Juli, Joel Tommy, ein paar Runner beim Zaun, T. 12. August, Joel Tommy, alles okay, falls sich jemand fragt, mein Bruder kaut immer noch mit offenem Mund, T. 22. September, Joel Tommy, alles okay, inzwischen kann ich Farmer in the Dell auf der Gitarre spielen, wenn ich mir das schon anhören muss, kann ich auch mitmachen, J. J, wie auch immer. Okay. Ja, zuletzt waren die beiden häufig hier auf der Patrouille anscheinend. Und, ja, die Abstände zwischen den einzelnen Patrouillen, die wurden immer größer. Ist der Posten plötzlich interessant? Ja. Ich will nur sicher gehen, dass ich alles habe. Aha. Ah, seht ihr? Ja? Hat sich doch schon gelohnt hier der Gang. Oh, oh, oh. Ja. Also auf jeden Fall etwas. Vielleicht brauchst du keine Seiten. Klingt okay. Ja, das klingt schön. Längere Passage vielleicht. Na gut, nur die Lumpen, das bringen wir leider relativ wenig. Na gut, Tommy, halt mal die Stellung. Und wir gehen zum Musikladen. Hat die Joel. Die Ellie hat richtig Bock drauf. Gut, Joel ist ja auch ein Frauenname. Boah, ist das lustig, wenn einfach beide Joel heißen würden. Das ist schon cool. Gut. Okay, gehen wir. Okay, komm mit, Kleine. Bin da, wer noch?
Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja. Und zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für Paarpatrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten, die... Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Routen. Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat es schon verdient. Aber cooler Twist, wie sie gekommen sind. Du bist witzig. Okay. Hey, Schimmer. Pass auf dich auf. Ja, der arme Schimmer. Oder die arme Schimmer, ich weiß es nicht. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn. Ich denke mal eher die. Ist wahrscheinlich eher eine Stute. Brauchst du Hilfe? Hab schon. Hier können wir nicht lang, oder? Was? Verdammt! Da konnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Will ich das? Ah, ich geh mal vor. Was sein? Glaubst du, du passt da rein? Nein, ich will oben lang gehen. Versuchen kann ich's. Naja. Vorsicht. Yep. Ich bin durch. Moment. Okay. Na, ob das Gelände hier befriedet ist, ich weiß nicht. Da bin ich mir doch unsicher. Ich suche. Wieso finde ich denn so viele Lumpen? Ich kann nichts damit anstellen, Mensch, Leute. Wenn ihr mich mehr Alkohol finden lassen würde, dann könnte ich auch was bauen und könnt danach weitere Lumpen sammeln. Aber so ist das ziemlich unausgewogen, das Verhältnis. Nein. So. Was war das? Ach so.